Wie lief deine Steuerberaterprüfungsvorbereitung im Jahre 2022? Das Jahr neigt sich dem Ende zu und diese Phase nutzen viele natürlich auf der einen Seite, um das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen, vielleicht auch zu reflektieren und auf der anderen Seite natürlich das neue Jahr zu planen, respektive sich die sogenannten Neujahrsvorsätze zu stecken. Das betrifft natürlich bei vielen Prüflingen sicherlich auch die Steuerberater-Examensvorbereitung. Deswegen wollen wir heute mal einen konkreten Blick darauf werfen. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Auch du solltest deine bisherige Examensvorbereitung für dich einmal sorgfältig reflektieren. Wieso, weshalb, warum? Das wollen wir im heutigen Video einmal gemeinsam herausarbeiten. Mein Name ist Marlo Steinecke, ich bin Steuerberater und Dozent und Geschäftsführer der ESA Examensvorbereitung GmbH. Gemeinsam mit unserem Team helfen wir dabei, dass auch du dein Steuerberaterexamen individuell und erfolgreich meistern kannst. Und um das erfolgreich zu meistern, dafür ist immer wieder wichtig zu reflektieren. Das ist auch schon der erste Punkt. Du solltest permanent einen gewissen Reflexionsprozess bei dir implementieren. Wie ich einleitend schon gesagt habe, ist es häufig so, dass viele das nur um den Jahreswechsel herum machen. Das bedeutet, dass man den Wechsel des Jahres als Anlass nimmt, zu sagen, ich schaue mal zurück, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber es sollte nicht das einzige Mal im Jahr sein, wo du da sozusagen dir selber auf die Finger schaust und mal ehrlich beurteilst, wie lief es denn und was musst du auch verändern. Und so kommen eben auch diese sogenannten Neujahrsvorsätze immer wieder zustande, dass man sagt, okay, ich brauche jetzt irgendeinen externen Trigger, irgendwas zu verändern und das ist der Jahreswechsel und jetzt wird alles besser. Häufig ist es so, dass wenn man nur über diese Art von Motivation arbeitet, diese Neujahrsvorsätze eben nicht lange andauern und nach 2, 3, manche halten vielleicht 4 Wochen oder ein bisschen länger durch, das Ganze dann wieder über Bord geworfen wird, sobald man in dem Alltag im stressigen langen Januar angekommen ist, dann sind die meisten Sachen eben, wie eben schon gesagt, über Bord geworfen. Und das solltest du natürlich tunlichst vermeiden. Aber wir wollen zuerst nochmal über die Reflexion sprechen. Du bist jetzt sicherlich schon einige Monate, sicherlich vielleicht sogar schon über ein halbes Jahr dabei, wenn du dich auf den kommenden Oktober für die schriftliche Prüfung vorbereiten solltest. Und das ist natürlich eine Phase, wo man jetzt mal wirklich zurückblicken kann. Was lief tatsächlich gut bislang? Was hast du dir vorgenommen und auch so umgesetzt? Was sind Dinge, die du dir vorgenommen hast, aber nicht umgesetzt hast? Und hast du die nicht umgesetzt, weil du zum Ergebnis gekommen bist, dass es doch nicht so sinnvoll gewesen ist? Oder weil du mit deiner Planung nicht hinterherkommst, weil du zu viel arbeitest, zu wenig Disziplin aufweist, was auch immer deine konkreten Gründe sind, willst du eigentlich weiter daran arbeiten, was du dir vorgenommen hast, also an dieser Idee, an der Methodik beispielsweise, aber kommst einfach nicht dazu, weil alles dir so ein bisschen zu viel ist oder du eben nicht diszipliniert genug bist. Das sind sozusagen die richtigen Fragen, die man sich stellen muss und was sind vielleicht auch Punkte, die du bisher umsetzt, aber wo du jetzt nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr vielleicht merkst, war doch wohl nicht der smarteste Weg. Wichtig ist, nicht an der Vergangenheit einfach so festzuhalten, nur weil du diesen Weg jetzt eingeschlagen hast, sondern man muss sich permanent immer wieder neu hinterfragen und schauen, was ist jetzt für die Zukunft wichtig. Ein schönes Beispiel. Viele starten so in die Examensvorbereitung rein, weil sie es aus dem Studium, aus dem Steuerfachwirt oder woher auch immer gewohnt waren, Zusammenfassungen zu schreiben. Dass Zusammenfassungen in der Steuerberaterprüfungsvorbereitung, klassische Zusammenfassungen von Skripten wohlgemerkt, keinen Sinn ergeben, weil sie viel zu ineffizient sind, viel zu viel Zeit kosten. Das ist, wenn du unseren Kanal regelmäßig verfolgst, mittlerweile kein Geheimnis mehr. Und trotzdem, weil viele diesen Impuls haben, ich habe damit angefangen, jetzt habe ich schon vielleicht die Hälfte der Lehrbriefe so zusammengefasst, ich mache jetzt so weiter, weil es kann ja nicht irgendwie sein, dass ich hier die Hälfte dann so gemacht habe, die andere Hälfte dann so und das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Die einzige Frage, die für dich relevant ist, wie kannst du die jetzt verbleibende Zeit bis zum nächsten Oktober für dich maximal produktiv und effektiv erreichen bzw. nutzen, besser gesagt, um dein Ziel zu erreichen? Dein Ziel ist nicht, irgendwelche vollständigen Zusammenfassungen zu haben, sondern wie bestehst du das Steuerberaterexamen? Und das sind so Beispielspunkte, wo man sich immer wieder challengen muss und sagen muss, okay, das, was ich bisher gemacht habe, woran ich bisher geglaubt habe,
Das muss ich vielleicht mal hinterfragen, überdenken, um letztendlich weiterzukommen, um auf die nächste Stufe zu kommen. Diese Prüfungsvorbereitung kannst du dir so vorstellen wie so eine Treppe, wo du auf dem unteren Level anfängst und deine Aufgabe ist immer Schritt für Schritt für Schritt für Schritt hochzukommen und nicht auf irgendeiner Stufe zu verharren. Metaphorisch gesprochen, versteht sich. Und das bezieht sich natürlich auf alles, was die Examensvorbereitung angeht. Die Stoffvermittlung, die Klausurtechnik, Taktik, die anwendungsorientierte Vorgehensweise, deine Lernstrategien, dein Pausenmanagement, dein gesamtstrategisches Vorhaben etc. etc. Überall kannst du dich permanent verbessern. Und das sollte eben auch dein Impuls sein, dass du permanent alles und jeden hinterfragst, was in deiner Vorbereitung stattfindet oder eben gerade auch nicht stattfindet. Wenn du nicht in die Umsetzung kommst bei den Themen, wo du wirklich denkst, okay, ich muss das umsetzen, ich krieg's aber nicht hin, dann bist du offensichtlich damit gerade ein Stück weit überfordert, limitiert. Das ist gar kein Problem, weil diese Examensvorbereitung ist nun mal extrem herausfordernd. Und dann kann man neuen Mut fassen und sagen, okay, ich schaue mal, welche alternativen Möglichkeiten es gibt. Gibt es vielleicht Sachen, von denen ich noch gar nichts weiß? Konzepte, Strategien, Vorgehensweisen, die viel, viel effektiver sind als das, was ich bisher gemacht habe. Und das zu implementieren, das führt dich zur nächsten Stufe, zu den nächsten Stufen. Im Plural gesprochen, versteht sich, um in dieser Metapher zu bleiben. Und so kommst du Stück für Stück auf das nächste Level. Und dann bleibt es eben nicht dabei, wenn du dir das Ganze anschaust, dass du sagst, ja, ich habe jetzt mir 4 Wochen was vorgenommen für den Januar und nach 2, 3 Wochen ist es dann schon wieder ad acta gelegt. Und das musst du verhindern. Es kann nicht sein, dass du jetzt wieder sagst, ich versuche es nochmal im Januar und ich versuche es dann vielleicht nochmal im Februar, hat nicht geklappt und dann verschenkst du wieder Monat um Monat, Woche für Woche, die wertvoll sind für deine Examensvorbereitung. Und deswegen, wenn du jetzt reflektierst und merkst, hey, ich muss da was verändern, dann geh diesen Schritt jetzt an, nutz diesen Jahreswechsel, der bevorsteht, um wirklich was zu verändern, nachhaltig, nicht nur für 2, 3 Wochen, sondern bis nächsten Oktober, um da wirklich maximal gut von zu profitieren in deiner weiteren Examensvorbereitung. Eine dieser Möglichkeiten ist natürlich, dass du mal mit uns sprichst und wir auf deine Situation von außen drauf schauen. Was hast du bisher gemacht? Was davon solltest du auf jeden Fall lassen, / verändern, um auf diese nächsten Stufen zu kommen? Und da bieten wir dir immer ein kostenloses Erstgespräch an, wo wir in 60 Minuten gemeinsam mit unserem Strategieexperten auf deine Situation drauf schauen, uns wirklich mal anschauen, was hast du bisher gemacht, was sind auch deine weiteren Vorhaben? Was davon solltest du lieber bleiben lassen und was sind bessere Wege, um letztendlich erfolgreich zu deinem Ziel, was du verfolgst, nämlich das Steuerberaterexamen, erfolgreich zu meistern, dass du darauf wirklich angelangst. Und das ist doch die wichtigste Aufgabe, dieses Ziel zu erreichen und um nichts anderes geht es letztendlich. Deswegen, wenn das für dich interessant ist, trag dich gerne ein unter dem Video und ansonsten nutzt die Zeit zu reflektieren und dann nicht nur Motivation zu schöpfen für 2, 3 Wochen, sondern nachhaltig etwas zu verändern, um dann im kommenden Jahr auch erfolgreich zu sein. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.